Sonntag, 30. September 2018, 13.35 Uhr. Kein Bundesliga-Trainer freut sich, wenn sein Team ein Tor kassiert. Borussia Mönchengladbachs Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 dürfte für Eintracht Frankfurts Coach Schadi Hütter aber besonders schmerzhaft gewesen sein. Viermal hatte Frankfurt zuvor gegnerische Flanken oder Pässe abgefangen. Vier Chancen also, die Situation zu klären und einen eigenen Gegenangriff einzuleiten. Doch jedes Mal war sofort ein Gladbacher zur Stelle. Egal, ob eine herausgeköpfte Flanke oder der Versuch, den eroberten Ball flach aus der eigenen Hälfte zu passen, binnen weniger als vier Sekunden holte sich Gladbach den Ball zurück. Die Borussia brillierte beim 3:1-Sieg im Gegenpressing, als würde Gegenpressing-Erfinder Jürgen Klopp das Team trainieren. Hütters Dilemma: Eigentlich sollte nicht Gladbach durch eine schnelle Balleroberung glänzen, sondern seine Frankfurter. Der Österreicher liebt aggressiven Pressing-Fußball, schnell und direkt. Mit dieser Taktik gewann er in Österreich RB Salzburg und der Schweiz Runde YB Bern drei Meistertitel. In Frankfurt muss er jedoch lernen, dass sein Stil in der Bundesliga so leicht nicht umzusetzen ist. Wohl auch, weil die Taktik seines erfolgreichen Vorgängers Kovac noch in den Köpfen der Spieler verankert ist. Hütters Amtszeit begann mit zwei Debakeln: 0:5 im Supercup gegen Bayern München, 1:2 im Pokal gegen Viertligist Ulm. Auch in der Bundesliga fremdelten die Spieler merklich mit den Vorgaben ihres neuen Trainers. Kein Wunder, Hütters Traumfußball steht in krassem Kontrast zum Stil seines Vorgängers. Kovac forderte von seinem Team Manndeckung und einen ruhigen Spielaufbau aus einer Dreierkette. Hütter präferiert hingegen ein aggressives Pressing aus einer Raumdeckung. Die Dreierkette schaffte er ab, stattdessen verteidigte Frankfurt zu Saisonbeginn in einem 4-4-2. Bei Ballbesitz wiederum soll sein Team direkte, vertikale Spielzüge durch das Zentrum wagen. Querpässe waren tabu. Hütter hat damit zu kämpfen, dass Frankfurts Kader nur bedingt zu seiner Spielidee passt. Im Angriff verfügt Hütter mit Ante Rebic, Nikolai Müller oder Filip Kostic zwar über schnelle Spieler. Doch im Mittelfeld ist der Kader eher ausgelegt auf Kovac-Fußball. Lucas Toro und Gelson Fernandes verschleppen gerne mal das Tempo. Es fehlt ein schneller Achter, der druckvoll nach vorne stößt und Lücken öffnet, sowie ein Nachfolger für Torvorbereiter Kevin Prince Boateng. Kein Spieler aber steht derart sinnbildlich für Frankfurts Anpassungsschwierigkeiten wie Makoto Hasebe. Unter Kovac war der Japaner ein Schlüsselspieler. Als zentraler Kopf der Fünferkette ordnete er das Spiel mit seinen unspektakulären, aber klugen Pässen. In Hütters 4-4-2-System ist kein Platz für Hasebe. Er saß an den ersten drei Spieltagen nur auf der Bank. Zu Saisonbeginn versuchte Hütter noch, seinen Stil mit der Brechstange durchzudrücken. Nun stören seine Frankfurter den Gegnern nicht mehr ganz so früh, lassen den Ball im Spielaufbau länger laufen. Gegen RB Leipzig kehrte Hütter gar zur Fünferkette seines Vorgängers zurück, mit Erfolg, wie das 1:1-Ergebnis bewies. In diesem Spiel kam Hasebe erstmals in der Abwehr zum Einsatz. Sein Spitz lag bei starken 77. Gegen Gladbach setzte Hütter wieder auf sein bevorzugtes 4-4-2-System und damit kehrten auch die Probleme zurück. Hasebe lief im zentralen Mittelfeld auf. Hier kamen seine Schwächen im Spiel gegen den Ball zum Vorschein, Spitz 6. Frankfurt hatte große Probleme, Gladbachs wuchtige Angriffe zu klären. Die Defensive ist die Schwachstelle der Frankfurter. Das zeigt auch der Spitz. In der Kategorie Teamleistung Defensive haben die Frankfurter schwache Werte, wenn Frankfurt im 4-4-2 agiert. Je mehr gute Chancen der Gegner hat, desto schwächer der Wert.
Schüsse aus guten Positionen innerhalb des Strafraums werden dabei höher gewichtet als Schüsse außerhalb des Strafraums. Im 4-4-2 lässt Frankfurt viele Großchancen zu. Gladbach kam gleich dreimal aus der statistisch gesehen gefährlichsten Zone zum Abschluss. Das kommende Spiel gegen Hannover 96, Sonntag, 15.30 Uhr, hat für Hütter bereits richtungsweisenden Charakter. Nicht nur, dass die Eintracht auf einen Kontrahenten aus dem unteren Tabellendrittel trifft. Hütter muss auch die Frage beantworten, welchen Stil er verfolgen will. Kehrt er zurück zum Kovac-Fußball der vergangenen Saison? Oder versucht er, seinen eigenen Stil weiter durchzudrücken? Die Antwort auf diese Frage dürfte über seine Zukunft in Frankfurt entscheiden.